Dr. Scheligas Heiterbildung. Der spritzige Humor-Podcast aus dem Wartezimmer des Lebens. Coole Gäste, motivierende Impulse, humorvolle Philosophien und Gedanken, die unter die Haut gehen. Talk und Tratsch, medizinisch, inspirierend und frei von der Leber weg. Von und mit Dr. Roman Scheliga. Wenn wir alle noch den Schlaf des Gerechten oder Ungerechten erleben, sitzt sie bereits voll motiviert im Schminkraum und bereitet sich auf ihre Sendung vor. Seit 2018 ist sie als eine der Moderatorinnen von Café Puls für mich das charmante, personifizierte Lächeln in den Tag. Seit 2020 erleben wir sie dazu als Lichtblick bei Café Puls zu Mittag. Seit einigen Monaten ist auch ihr absolut empfehlenswerter Podcast Perspektivenwechsel on Air und da interviewt meine heutige Gästin außergewöhnliche Persönlichkeiten des täglichen Lebens, die nicht nur reden, sondern auch etwas zu sagen haben. Zu ihren Lebensgeschichten, zu ihren Ansichten, zu ihren Gedanken für ein besseres Leben. Ich hatte die Freude, diese tolle Frau bei verschiedenen Gelegenheiten kennenzulernen und war von ihrer Art, ihrer Lebensphilosophie und ihrer ansteckenden Begeisterung für die wahren Werte des Lebens von Anfang an fasziniert. Was die Mutter einer Tochter, die auch auf den Eventbühnen zu Hause ist, noch so alles in Zukunft plant und das wird sie uns in den nächsten 30, 35 Minuten erzählen und hoffentlich noch viel mehr. Herzlich willkommen im Wartezimmer meiner Heiterbildungsordination, Barbara Fleißner. Was für ein Intro, bitte. Ja, danke. Ehre, wie Ehre gebührt. Ich glaube, Wertschätzung ist so ein Thema, das mir genauso wichtig ist wie dir. Und deswegen möchte ich diesen roten Teppich ausrollen für meine Gästinnen und Gäste. Barbara, wie schafft man es, ich bin kein Morgenmensch, ich bin ein Abendmensch, wie schafft man es immer so zeitlich gut gelaunt und fröhlich, also zumindest gefühlt mitten in der Nacht aufzustehen, mit einem fröhlichen Lächeln durch den morgendlichen Verkehr, vielleicht gibt es noch weniger Autos, zu fahren und dann im TV-Studio die Welt zu retten? Oh, ich glaube, das ist ein bisschen... Entweder hat man es oder man hat es nicht. Also das glaube ich schon. Ich habe es halt einfach und es gibt bei mir wirklich in der Arbeit keine schlechte Laune. Also da muss schon wirklich sehr viel schief gehen, damit ich da schlecht gelaunt bin. Aber ich glaube, das hat man irgendwie so mitbekommen. Ja, also würde es dir abgehen, wenn du einen 9-to-5-Job hättest? Was würde mir abgehen? Also das frühe Aufstehen, denke mal, dass du um 2 schon im Bett liegst, was mache ich jetzt die nächsten 7 Stunden? Oder so? Definitiv nicht. Aber mir würde der 9-to-5-Job nicht genügen. Also mir wäre der zu eintönig. Mhm. Das definitiv. Jetzt bist du ein sehr empathischer Mensch, sehr sensibel. In unserem Vorgespräch haben wir da ein bisschen... uns austauschen können. Was hat denn Covid aus dir gemacht, als Mensch, als öffentlicher Mensch und auch als Privater? Ich muss mal sagen, ich habe aufgrund meines Berufs sehr viel machen können, musste nicht so viel zu Hause sein wie ganz, ganz viele andere. Also ich glaube, ich war da schon sehr privilegiert. Also ich musste einfach in die Arbeit fahren oder durfte in dem Fall. Ich durfte andere Menschen dort sehen und musste mich nicht zu Hause einsperren. Aber was es definitiv mit mir gemacht hat, ich habe die Zeit mit meiner Tochter so extrem genossen und ich hatte die Zeit dann plötzlich auch. Also ich war auch in Kurzarbeit und ich habe mich als Mama wieder neu, oder sagen wir mal so, das Mama-Sein nochmal ganz anders geliebt und meine Tochter und dann irgendwie so diese Erkenntnis, die glaube ich bei einigen waren, zumindest im ersten Lockdown, diesen Moment, den haben wir nur einmal und den haben wir nur jetzt und wir übergehen diese Momente so oft, anstatt wirklich im Moment zu sein mit diesem kleinen Wesen, wir kriegen das nie wieder zurück und wenn wir uns anschauen, im besten Fall sind sie 18 Jahre bei uns und danach sehen wir sie wahrscheinlich einmal im Monat. Ja. Und das ist arg. Und das habe ich schon erkannt. Und das andere, was Corona mit mir gemacht hat, ist, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander eingehen, zugehen, dass wir einander zuhören und dass wir wertfrei uns zuhören und dass wir ganz viel Toleranz auch anderen Meinungen gegenüber aufbringen müssen. Es ist so schwer und schlimm zu sehen,
wie ganz, ganz viele auf der eigenen Meinung sitzen, dann nicht runtergehen und nicht mal mehr dem anderen zuhören und wirklich interessiert dran sind, warum er denn vielleicht eine andere Meinung hat. Und das tut mir richtig weh. Also da kiefle ich ordentlich. Also das hat aber für mich in meinem Leben halt mir eine große Bandbreite, eine neue gegeben, wo ich einfach sage, okay, das habe ich für mich genommen und ich setze es im Leben so um, dass ich einfach anderen mehr zuhöre und toleranter werde. Ich glaube, es ist ja momentan an allen Ecken und Enden, egal ob das die Maske war, ob das jetzt die Impfung war, ob das die Behandlung mit Andersdenkenden generell ist, diese Polarisierung nimmt ja enorm zu. Ja. Und auch die Aggression. Also ja. Man diskutiert nicht mehr, man streitet. Das sieht man auch in der Politik, in jeder Parlamentssitzung, denke ich mir, jetzt braucht es noch ein Wort und dann hauen sie sich die Schädel ein. Und das sind die Vertreter unseres Landes. Und das ist nicht nur bei uns, das ist überall so. Mhm. Also das macht mir irgendwie Sorge, dass man nicht mehr normal diskutieren kann. Ja. Ich habe unlängst auch einmal einen ganz wohlwollenden Facebook-Post zurückgenommen, weil die Leute auf meiner Plattform sich duelliert haben. Ja. Sage ich, Leute, macht's das bitte woanders, aber nicht bei mir. Und das ist das Schlimme. Jetzt hast du für viele einen Traumjob. Ja. TV-Moderatorin. Ist auch für mich mein Traumjob. Wie kommt man zu seinem Traumjob? Was hast du da für Tipps? Oder wie bist du dazu gekommen eigentlich? Ich glaube, der Traumjob, zuerst mal rauszufinden, was denn sein Traumjob ist, ist eines der wichtigsten Dinge. Und da muss man in sich selbst reinhören. Und da muss man wirklich mal drauf kommen, was erfüllt mich denn wirklich? Für mich ist Beruf Berufung. Wir verbringen so viel Zeit in unserem Job. So viel Zeit. 80% unseres Lebens. 78%, genau. Und wenn wir da dann unglücklich sind, oder wie viele schimpfen dann, oder sind mit dem Chef, mit den Arbeitskollegen oder mit der Auslastung nicht zufrieden. Und dann, für mich war das immer so, das ist für mich keine Option. Das heißt, ich finde, am wichtigsten ist es, und ich glaube, wir sind halt total beseelte Menschen, auf uns zu hören, unserer Seele zuzuhören, was erfüllt mich, was ist meine Aufgabe hier, was ist meine Berufung auf diesem Planeten und dem dann nachzugehen. Und genau das habe ich auch gemacht. Also ich bin in einem kleinen Ort in Kärnten groß geworden und wollte dann plötzlich Schauspiel studieren oder Musical-Darstellerin werden. Das gab es bei mir einfach nicht im Haushalt. Also wir waren kein einziges Mal im Theater. Was wollten deine Eltern, dass du wirst? Gar nichts. Und das war das Schöne. Und dadurch haben sie die wollten, Tür... hast du es geschafft, du bist gar nichts geworden. Sie haben mir die Tür offen gelassen für alles. Okay. Natürlich... Ich habe es im Nachhinein erst erfahren. Ich habe dann, ich habe tatsächlich Schauspiel studiert. Ich habe das Calling in mir drinnen gespürt. Ich wollte was machen mit tiefen Emotionen, mit einer Berührung. Ich wollte andere Menschen berühren und bin dem nachgegangen. Und dadurch, dass meine Eltern da wirklich nie eine Meinung hatten, konnte ich dem nachgehen. Und ich bin dann erst viel, viel später draufgekommen, dass mein Papa mir mal gesagt hat, weißt du, da habe ich Schauspiel, glaube ich, fertig studiert gehabt und habe schon ein bisschen beim Radio gearbeitet und viel am Theater gespielt. Und dann hat er irgendwann gesagt, also ich konnte mein gutes Geld verdienen. Mhm. Und dann hat er gesagt, weißt du, es war für uns nicht immer leicht und ich habe mir schon oft Sorgen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe es nie gemerkt. Danke dafür, weil dadurch konnte ich meinen Weg gehen. Schön. Das ist ja, voll schön. Toll. Jetzt bist du tagtäglich, wenn du Dienst hast, auf Sendung, 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, wo man dich überall sehen kann. Wie gehst du denn eigentlich mit schwierigen Gästen um? Hast du da ein paar Beispiele, ohne Namen zu nennen? Oder vielleicht nennst du ein paar Namen und sagst, das muss mal raus. Wir haben ja aus dem Wartezimmer des Lebens und das Leben ist halt nicht immer der berühmte Ponyhof. Wie gehst du mit diesen schwierigen Patienten, weil wir haben es in der Medizin ja auch, wie gehst du mit denen um? Hast du ein paar Beispiele? Also ich glaube, sobald die Menschen in ein Fernsehstudio kommen, sind sie immer ein bisschen eingeschüchtert und wenn sie schwierige Patienten sind, dann ist das da schon einmal ziemlich runtergeschraubt. Das merkt man schon. Auch wenn sie vielleicht im Vorfeld meinen, jetzt pöbeln zu wollen oder so, es ist dann weg. Also ich hatte wirklich noch nie so richtig heftige Erfahrungen mit irgendwelchen Gästen gehabt. Also das Gott sei Dank nicht. Wo ich mich oftmals bei der Nase nehmen muss, ist, wenn ich einen schwierigen Patienten vor mir habe, dann... Jetzt sagst du auch schon Patienten, finde ich gut, ja. In der Humorauditation. Dann bin ich... Wie soll ich denn das jetzt schön verpacken? Verpacke es nicht, entpacke es, liebe Barbara. Ich bin dann sehr direkt. Ja, und ich zeige ihm dann auch, dass das gerade ungut ist, was er da macht. Und dass er nicht magst, das zeigst du immer so. Ja? Das Problem bei mir ist, ich kann das so schwer verstecken. Also ich glaube, Menschen wissen, ob ich sie mag oder nicht. Ich kann es nicht verpacken, verstecken oder so. Sag mir ein Beispiel. Wir hatten mal jemanden, der halt, das ist, ich glaube, der Einzige, der mir jetzt einfällt, der losgebübelt hat in Sachen Corona. Und es war ein
war es ein Lehrer oder Elternvertreter? Ich habe keine Ahnung mehr. Er wollte auf alle Fälle einfach nur seinen Frust rauslassen. Und dann, dadurch, dass ich halt auch die andere Seite vertreten möchte und muss und einfach alle Seiten sehen möchte, habe ich halt die Argumente gebracht. Und ich weiß nicht, ob das ein sehr sympathisches Interview war. Okay. Er hat halt sehr gemerkt, dass er da jetzt dann nicht einfach nur Frust ablassen kann. Und dass ich sage, ja und weiter und geht schon, ja und alles ist schlimm und alles ist schrecklich. Weil das bin ich nicht. Es gibt immer eine zweite Seite, deswegen mein Podcast auch Perspektivenwechsel. Du musst auch die andere Seite sehen, nur dann kommen wir zu einer Lösung. Ja. Du hast mir das Stichwort mehr oder weniger zugeworfen. Oh ja. Ich hoffe, es ist ohne Viren, natürlich ohne Viren. Wir sind ja alle getestet und geimpft und ich weiß nicht, was noch alles. Und desinfiziert und von oben bis unten. Ja, du bist in mein Studio nur gekommen, als ich dich durch die Schleuse genau, geschickt habe. Genau, zwischen uns eine Glaswand, also alles gut. Genau, ja. Bist du überhaupt noch da? Ich höre nicht. Du hast deinen Podcast gerade erwähnt. Wie ist denn der entstanden? Welche Menschen lädst du zu dir ein? Was ist so der Hintergrund? Wie wählst du das Ganze aus? Was tust du damit? Ich hatte, vor 4 Jahren war das, glaube ich, eine ziemlich harte Zeit in meinem Leben und habe Halt gefunden in ganz vielen, ganz tollen Interviews, die total in die Tiefe gegangen sind. Aus dem amerikanischen Raum, damals war Podcast bei uns noch nicht wirklich Thema, also auch Interviews von Oprah, wo halt wirklich große Menschen da waren und gesagt haben, hey, es gibt mehr als nur das Offensichtliche und eine Krise muss jetzt nicht eine Krise sein, sondern kann auch eine Chance sein. Und ich habe da so viel Halt gefunden, auch in Podcasts eben, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich möchte das auch machen, ich möchte mehr in die Tiefe gehen. Und bei mir in den Sendungen, da habe ich vielleicht 4 Minuten, um mit jemandem zu reden. Und es ist viel zu wenig, du kratzt einfach immer an der Oberfläche. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das machen? Kann ich im Fernsehen ein Format anbieten? Also es ging dieser Prozess los, so dass du merkst, es verändert sich was im Leben und du willst dem nachgehen und im besten Fall gehst du dem auch nach. Also darauf habe ich mich halt immer trainiert, dass wenn ich spüre, da ist was, dann gehe ich dorthin. Aber es ist noch immer so ein Suchen, weißt du, und du findest das ja nicht gleich, aber es ist so, ja, dann habe ich Job gewechselt, bin zu einem anderen Fernsehsender gegangen, aber dieser Traum, dieser Wunsch war immer da und Podcast war immer da und dann habe ich gedacht, ich kann keinen Podcast machen, also ich kann das nicht, ja. Man limitiert sich ja auch immer nur selbst. Und dann gab es eine Situation, dass ich erfahren habe, dass John Strelacki, der Bestseller-Autor, der amerikanische Café am Rande der Welt. Und die unterschiedlichen Buch. Variationen dazu. Genau, dass der bei uns zu Gast war und jemand, oh mein Gott, dieses Buch hat mir so viel gegeben einfach auch und ganz vielen Menschen da draußen und gerade auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder aus Krisen raus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der wäre, das habe ich davor schon irgendwann einmal gesagt, wenn ich sowas mache, dann wäre Paradebeispiel für meinen Gast John Strelacki. Und dann kommt er ins Studio und dann habe ich gesagt, okay, ich muss den irgendwie, das wäre cool, den zu interviewen. Hatte aber keinen Podcast, keine Idee vom Podcast, gar nichts. Ab diesem Augenblick hattest du einen, glaube ich, oder? Ab dem Moment hatte ich einen. Ich habe nämlich dann mit seinem Manager geredet und gesagt, es wäre doch so cool, John Strelacki im Interview zu haben. In einem halben Jahr, da kommt es doch sicher wieder, da könnte man doch was machen. Und er hat gesagt, du, übermorgen hätte ich eine Stunde für dich mit John Strelacki. Dann könnten wir es machen. Und das war so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich mache, wie mein Podcast heißt. Ich habe nicht einmal irgendwelche Mikros. Aber klar, machen wir das übermorgen. Super. Und mit dem Tag ist dieser Podcast entstanden. Also Super. Ich habe dann innerhalb von einem Tag Mikrofone besorgt. Ich habe mir einen Arbeitstitel, Perspektivenwechsel, für meinen Podcast überlegt. Und John Strelacki hat mir aber einfach auch dieses Interview gegeben, ohne dass es den Podcast gab. Also er hat mir einfach so einen Vertrauensvorschuss auch Toll. Gegeben. Und ich habe Ja zum Leben gesagt, weil das Leben gibt ja oft diese Arschtritte, ja. Und du musst dann aber zugreifen, du musst die Chancen ergreifen. Mhm. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wen möchtest du denn gerne noch vors Mikrofon? Arnold Schwarzenegger. Das wie aus der Pistole geschossen. Ja, der ist schon sehr inspirierend. Aber der ist eh bald wieder da, oder? Ja, ich meine, ich kann ihn anrufen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Mache ich gerne. Ja, was soll ich ihm sagen von dir? Einfach, ob er eine Stunde Zeit für mich hat. Das ist gefährlich, gefährlich. Okay, ich werde mein Bestes tun. Jetzt haben wir vorher gesprochen über Schwierigkeiten mit deinen Gästen. Hattest du mal Schwierigkeiten mit dir selber? Sprich, sind so Peinlichkeiten oder Pannen, das ist immer so schön. Man merkt ja also diese Hopperlas, wenn man sich Filme anschaut, die Outtakes sind ja meistens die lustigsten. Mhm. Ja? Wenn dann die Menschen, die einen riesen Status haben, dann auf einmal wirklich zu Menschen werden. Und darum geht es mir auch immer so. Wir müssen nicht perfekt sein, sondern das Schöne ist, wenn man so Ecken und Kanten hat und sagt, Gott sei Dank, das ist auch nur ein Mensch oder eine Menschin, man muss ja alles gendern.
Was ist denn dir so passiert? Hast du auch ein Beispiel für uns? Oder nein, habe ich nicht. Weil du bist immer perfekt. Nein. Barbara, ich glaube dir das nicht. Nein, das ist genau das, was du gesagt hast. Ich stehe so auf Authentizität. Ich stehe so drauf, dass wir echt und ehrlich sind und das auch in meinem Job. Und wenn mir was passiert, mache ich es zum Thema und damit ist es kein Thema mehr. Das stimmt, das hast du vollkommen recht. Das heißt, ich habe keine Hopperlas, weil aus Hopperlas passieren immer die geilsten Geschichten. Und da muss man natürlich auch tolle Partner an der Seite haben oder tolle Regie und so weiter. Aber ich kann dir nicht sagen, wo ich sage, okay, das ist jetzt so daneben gegangen oder das war jetzt peinlich oder das war jetzt super lustig für alle. Es ist immer lustig mit uns, weil wir ständig Hopperlas haben, die wir aber dann einbauen in die Moderation und in die Sendung, weil das ist Leben. Das ist super, dann, weil es auch live ist, man kann da gab es einen Versprecher mal, wo du gesagt hast? Hunderte Versprecher. Es gibt keine Sendung, wo ich mich nicht verspreche und ich mach's zum Thema. Also du versprichst, dass du dich versprichst. jetzt hast du dieses herzliche Lachen und was ich bei der Anmoderation schon gesagt habe, das ist für mich auch immer so, es gibt ja dieses aufgesetzte Lachen, wo man sagt, die Berufsfreundlichkeit, gerade im Fernsehen, sobald die Kameras abgeschalten sind, sind die wieder total ernste Menschen. Bei dem ich nicht den Eindruck, worüber kannst denn du herzlich lachen? Boah. Über sehr vieles, über den größten Schwachsinn kann ich lachen, da zerkugel ich mich. Über wirklich sehr intelligente, tiefsinnige Witze kann ich auch lachen, also das liebe ich auch. Aber ich lache wirklich gern und viel. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Aber am liebsten lache ich über irgendeinen Schwachsinn. Ich kann dir jetzt nichts nennen, aber die größten schwachsinnigen Dinge, die sind die lustigsten für mich. Wenn wir es zulassen einfach. Ja? Weil viele verbieten sich ja den Humor und das Lachen, das finde ich sehr schade. Ja. Aber wir arbeiten ja dran. Ja? wann heißt denn bei dir Schluss mit lustig? Wann vergeht der Barbara das Lachen? Oder wann sagt sie? Na, da sicher nicht. Wenn jemand nicht mehr ehrlich ist. Also Lügen ist für mich ein absolutes No-Go. Und da ist man raus bei mir. Also das ist so. Und wenn ich merke, dass mich jemand ausnutzt und dann Messer in den Rücken und so. Gerade in der Medienbranche, wobei ich weiß gar nicht, ob das nur Medienbranche ist. Aber das ist schon öfter passiert. Ich gebe jedem einen Vertrauensvorschuss und ich unterstütze Menschen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich merke, dass dann jemand unehrlich wird und meine Gutmütigkeit ausnutzt, dann ist es aber für mich auch vorbei. Also da bin ich, da mache ich dann einen Bogen rum und ich habe vorhin schon gesagt, jeder merkt, wie ich ihm gesinnt bin, ob ich ihn mag oder nicht. Und das ist da dann der Fall. Also die Leute, die merken das schon sehr klar. Ich weiß nicht, ob sie den Grund kapieren. Sie können mich gern fragen, aber für mich war es das dann. Hast du so eine Geschichte, ich sage jetzt nicht Lieblingspointe, aber so eine Geschichte, wo du gesagt hast, an die werde ich mich immer erinnern. Das war so skurril, so außergewöhnlich oder so speziell. Inwiefern? Ja, sag mal, was du erlebt hast, entweder mit Gästen, wo du gesagt hast, das war so berührend oder das ist auf einmal komplett in eine andere Richtung gelaufen. Also jetzt nicht die Panne im herkömmlichen Sinn, sondern etwas, wo du sagst, also das werde ich noch meiner Tochter, wenn sie groß ist, erzählen und meinen Ururenkeln, was mir damals passiert ist. Oder hast du sowas? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Ich glaube nicht. Das werden wir aber nicht rausschneiden, weil die Leute sollen noch wissen, dass du keine schöne Geschichte hast. Ich habe keine Highlights in meinem Leben. Mein Leben ist ein einziges Highlight. Deswegen. Das ist eine super Antwort. Hast du eine beste Freundin und einen besten Freund? Ja, also nicht eine einzige Person, sondern halt eine Gruppe an Menschen. Okay, wenn du jetzt einen nennen müsstest von dieser Gruppe, wer wäre das? Steffi oder Vince? Steffi oder Vince. Wenn ich Steffi oder Vince jetzt anrufe und sage, jetzt, wie ist denn die Barbara so? Ja. Was würden die sagen? Das würde ich selber gerne wissen. Magst du sie anrufen? Wir können sie gerne anrufen. Geben wir die Nummer und wir fragen Steffi und Vince. Ja. Ich glaube, sie würden sagen, dass ich sehr reflektiert und tiefsinnig bin und sehr vieles hinterfrage. Kann manchmal auch anstrengend sein. Der Vince würde definitiv sagen, dass ich mich selbst in einem falschen Bild oft sehe. Das hält er mir auch oft vor. Sie würden definitiv sagen, dass ich extrem loyal bin und eine extrem gute Freundin. Wenn ich Sie frage, das klingt ja alles super.
Ja. Die negativen Seiten. Nein, also so schlimm würde ich das gar nicht bezeichnen, sondern wenn ich sage, was die Abgründe. was glaubst du? Die Leichen im Keller. Du bitte erzähl mir über die Leichen im Keller. Nein, sondern ich würde sie einfach fragen, hat die Barbara so eine Macke? Was wäre das, was Vince und Steffi mir sagen würden? Perfektionistisch und unsicher und eine Macke. Also irgendwas, was sagt, okay, also da muss man aufpassen bei der Barbara. Das ich glaube schon auch, dass ich sehr viel im Griff haben möchte. Okay, also die Kontrolle, so ein Kontrollfreak, ja, oder so. Ein bisschen, ich arbeite dran und ich versuche es auch immer, wenn ich es merke, dann wegzugeben, aber ja. Und die Steffi würde definitiv sagen, dass ich eine grottenschlechte Beifahrerin bin. Okay, gut. gut zu wissen, falls wir mal im Auto sind ja, und irgendwo hinfahren, dann am besten setzt du dich auf den Rücksitz oder in den Kofferraum oder ja, so. Ja, sehr schön. Wir sagen ja immer, die inneren Werte zählen. Für mich natürlich als Internist auch, ich muss mir die inneren Werte immer anschauen. Aber worauf schaust denn du bei Männern als erstes, wenn du mal die inneren Werte Augen. Misst? Die Augen? Ich finde, die Augen, die zeigen dir so viel über einen Menschen, von einem Menschen. Mhm. Der okay. Blick in die Seele. Okay, und das reichte schon. Und den Oberkörper dann. Okay, das wollte ich jetzt mal hören, wenn man mich immer so, ja, und die Augen, und dann schaue ich, ob er, aber das Lächeln. Wenn die Augen funkeln, aber ja, die klar, zeigen auch ja, manchmal etwas Falsches oder etwas Böses oder etwas total Herzliches. Ich finde, Augen sind so absolut aussagekräftig. Absolut. Wie sieht denn bei dir die Zukunft aus? Du liebst ja die Bühne, kommst aus dem Schauspiel, bist Moderatorin. Ist da irgendwas anders noch in Planung? Willst du vielleicht einen Vortrag halten oder willst du vielleicht irgendwelche Coachings? Du weißt schon zu viel über mich, das ist jetzt unfair. Nein, ich habe das einfach so blau in das Mikrofon hineingefragt. Ja, ich bin ein Mensch, der sich ständig weiterentwickeln möchte und muss auf allen Ebenen. Und wenn man vom Schauspiel kommt und dann Moderation auch macht und dann in die Tiefe auch noch geht mit einem Podcast, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann ist es naheliegend. Und das ist auch ein ganz, ganz großer, wie soll ich sagen, Wunsch ist es nicht. Es ist so ein inneres Rufen danach. Ich möchte auf die Bühne, ich würde gern Vorträge halten. Ich habe mich in den letzten 4 Jahren mit so vielen argen Dingen beschäftigt, habe so viele Dinge erfahren. Sei es, ich habe mich total in Sachen Hypnose eingelesen und eingearbeitet oder Hirnforschung finde ich extrem spannend, aber auch die spirituelle Seite. Ich glaube, wir sind mehr als Biologie. Es tut mir leid, Herr Doktor, aber ich glaube, da ist noch so ein ganz großes Schaffel mehr da. Und da würde ich wahnsinnig gern das teilen und weitergeben in Form von, ich weiß es nicht, Coachings, Vorträge, das Leben wird mir zeigen, was der richtige Weg für mich ist. Aber es wird definitiv da noch mehr geben. Also, weil du mich jetzt gerade als Mediziner angesprochen hast, ja, die Schulmedizin braucht Daten, Zahlen, Fakten und das ist auch gut so, aber ich bin total bei dir, es gibt viele Dinge, die man nicht messen kann und die trotzdem da sind. Ja. Allein Emotionen, ja. Also wenn du sagst, ja, ich kann sagen, ich bin jetzt gut drauf auf Stufe 4,3, aber du kannst das nicht messen, du kannst nur Gefühle wiedergeben und du kannst, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, die brauchen einen Stellenwert in unserer Gesellschaft, mehr denn je. Und bezüglich des Humors ist es zum Beispiel so, dass man mal gesagt hat, den Humor zu analysieren, das ist so, wie wenn ein Wissenschaftler einen Frosch seziert und schaut, was mit ihm ist. Der Einzige, der davon was hat, ist der Wissenschaftler und der Frosch ist tot. Mhm. Ja, also wenn ich, sobald ich etwas analysieren muss, was uns gut tut und so weiter, irgendwann wird es dann nicht mehr, nicht mehr schön oder nicht mehr stark und nicht mehr wichtig. Wir kommen zu einer Rubrik, die heißt der Flotte Dreier. Ja. Wer kommt jetzt noch zu uns? Nein, es kommt immer zu uns, oder? Es sind 3 Fragen. Und zwar die Fragen kenne ich nicht, kennst du nicht. Oh je. Ja? Und das ist also hier keine Frage. Das heißt, du bekommst 3 Fragen. Wer kennt die Fragen? Ich kenne sie noch, aber ich weiß nicht, welche es ist. Ich habe hier Fragen und wir fangen dann mal an. Du sagst mir eine Zahl. Okay. Und diese Frage bekommst du. 78. Hast du das überhaupt? Das Wie weit gehen die Zahlen rauf? Du, 78 habe ich sicher. Das habe ich sicher. Schau mal kurz nach. Er ist gut vorbereitet. Das war jetzt nur ein Test. Nein, nein. Okay, warte mal. Wo ist mein 78er? Da ist es schon. Da ist es schon. Hm? Schön. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
träume groß. Gut. Eine zweite Zahl? 12. Auf der ersten Seite? Oh je. Oh, es gibt lustig ein paar Zahlen, die wiederholen sich, das ist ganz witzig, aber die haben wir noch nie gehabt. Die Frage Nummer 12, woran merkst du, dass du langsam älter wirst? Dass ich es nicht mehr aushalte, wenn ich fortgehe, zu lang fort zu sein, weil der nächste Tag dann einfach zum Kübeln ist. Kann ich nachvollziehen, genau. Das ist schlimm. Und eine habe ich noch, welche hättest du gern, welche Zahl? 37. 37. Wie alt möchtest du werden? Gesunde 120 Jahre. Das heißt, wir werden uns, werte Hörerinnen und Hörer, wir werden uns dann in den nächsten 40, 50 Jahren immer wieder Podcasts mit dir, liebe Barbara, treffen. Was heißt das jetzt in den nächsten 40, 50 Jahren? Nein, ist alles gut. Sag mal, wie alt schätzt du mich denn ein da? Nein, hast du die Zahl 37 genannt vielleicht? Ist das dein Alter? Ich weiß es nicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Heiterbildungspodcast gefällt, meine besonderen Gäste, so wie die Barbara Fleißner und die Philosophie dahinter, dann würde ich mich riesig freuen, wenn Sie ihn abonnieren, teilen, an Menschen schicken, die noch mehr Fröhlichkeit brauchen, die keine Fröhlichkeit momentan haben. Und ich glaube, überall dort, wo man positives Denken, gute Stimmung und Inspiration brauchen kann, dort soll er hin. Ich fände das toll. Liebe Barbara, wir sind in der Heiterbildungswundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. Darum geht's, meiner Wundertüte. Hast du da so drei Dinge, die du meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest, aus deiner Lebensphilosophie, Tipps und Tricks, was man machen soll, damit es uns ein bisschen besser geht in dieser wilden Zeit? Nachdem ich mich so extrem viel mit der Hirnforschung beschäftigt habe, gab es bei mir da einen Punkt, der so ein Aha-Erlebnis war. Und zwar der Punkt zu erkennen, wenn wir traurig sind, denken wir an die Vergangenheit. Wenn wir Angst haben, denken wir an die Zukunft. Aber wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann sind wir glücklich eigentlich. Das heißt, in den schweren Momenten, und die hat ja jeder und die habe ich auch und auch gehabt, einfach sich immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen und in den Augenblick und diesen Augenblick genießen und zu merken und zu wissen, wenn ich traurig bin, dann ist es, weil ein Gedanke in die Vergangenheit geht. Und das können wir aber wirklich auch shiften. Also da können wir auch wirklich sagen, weg damit, ausstopp, das können wir uns trainieren. Unser Gehirn ist einfach so. Das ist ein Automatismus, der da einfach passiert, weil wir viel an dieses Ereignis vielleicht gedacht haben oder irgendeine Sache, die uns traurig macht. Das heißt, die Gedanken flutschen automatisch dorthin. Das ist eine riesen Autobahn schon, ja. Und es ist im Unterbewusstsein drinnen und dann wird der chemische Cocktail ausgeschüttet und dann kommt die Traurigkeit. Da ganz diszipliniert sagen, Ausschluss, nein, weg mit diesem Gedanken. Man kann diese Gedanken auch unterbrechen. Ich habe das zum Beispiel dann mal eine Zeit lang gemacht, indem man einfach sofort 10 Liegestütze gemacht hat. Durch diese körperliche Betätigung, durch dieses Unterbrechen dieses Gefühls, Trauer, Angst, also nicht glücklich sein, kommt man ins Hier und Jetzt, man unterbricht und man lernt im Gehirn, es soll eine neue Straße bauen, eine neue Autobahn bauen und die Autobahn wird langsam kleiner und abgebaut. Und so habe ich es oft geschafft, aus schwierigen Momenten rauszukommen. Da gebe ich dir vollkommen recht, das geht auch mit dem Ärgern. Ja. Ja, also bewusst sich gleich mal zu fragen, werde ich mich in einer Minute ärgern drüber, in 10 Minuten, in einem Jahr, in 120 Jahren? Weißt du, was ich beim Ärgern mache? Und das hat mir so eine Lebensqualität gegeben. Wenn ich merke, es kommt was mit mir, dann entweder frage ich mich, warum, was ist mein Thema, damit mich das jetzt ärgert, weil dann lerne ich wieder so viel über mich und kann mich weiterbilden und weiterentwickeln. Oder, das finde ich so schön, wenn etwas ist, was mich ärgert, was mir nicht passt, was ich mir anders vorgestellt habe, stelle ich mir in der Sekunde sofort die Frage, was kann mir das jetzt Gutes bringen? Mhm. Also und allein diese Frage ermöglicht unserem Körper, unserem Gehirn, positive Möglichkeiten zu finden. Ja. Weil wenn ich mich ärgere, bin ich nur im Negativen drin. Aber wenn ich sage, was kann es mir denn Gutes bringen? Das Gehirn arbeitet ja nur auf das hin, was wir ihm zurufen. Ja, also wird sofort, na, schauen wir mal, was könnte es ein Positives haben. Genau, super. Ein ganz, ganz toller Tipp, weil ich glaube, wir ärgern uns so oft über die Dinge, über die wir uns überhaupt nicht ärgern müssen. Und wenn du den Satz dir mal überlegst, ich ärgere mich, wie doof bin ich denn? Ja, total. Und die Dinge, über die ich mich ärgere, denen ist das ja vollkommen wurscht. Ja. Ja, also ich tue ja niemand was
Böses oder ich ärgere niemand anderen, sondern ich ärgere mich. Also ganz, ganz wichtig, diese Tipps. Und dann das Letzte noch, weil das Dritte passt nämlich auch dazu, wenn du dich ärgerst, hast du diese Energie und diese Schwingung von Ärger. Und da bin ich ein bisschen in der Quantenphysik, mit der beschäftige ich mich auch viel. Das ist so spannend. Und wenn du in dieser Schwingung drin bist, ziehst du auch nur das an. Ziehst nur in dein Leben, was du halt auch bist. Das heißt, du ziehst die nächsten Situationen an, die dir nicht taugen. Und wenn du das shiftest, wenn du da weggehst, wenn du fragst, hey, was könnte das Gutes sein, dann kommst du in eine andere Schwingung, sagen die Quantenphysiker, und du ziehst die anderen Dinge in dein Leben. Ja, das ist ja, glaube ich, eine ganz andere. Ja, absolut, absolut. Das ist vollkommen recht, ja. Wenn wir 2030, also in 9 Jahren, eine Zeitung aufschlagen, egal welche, und da steht eine Schlagzeile und da ist der Name oben drauf, was steht da drauf? In 9 Jahren. Ja. Barbara Fleißner ist mit Kindern und Mann angereist, um, örtlich begrenze ich mich jetzt nicht, um einen großartigen Vortrag zu halten. Ah, schön, super. Wenn du eine Zauberkraft hättest, um die Welt zu verändern, was wäre das? Um die Welt zu verändern, eine Zauberkraft. Boah, du stellst mir Fragen. Mein Podcast. Irgendeine Fähigkeit, eine Fähigkeit, nennen wir es nicht Zauberkraft, eine Fähigkeit zu sagen. Ich hätte so gern so wie die Tinkerbell ist das doch, oder? Von Peter Pan mit ihrem Feenstaub. Ich hätte gern so etwas, was Empathie den Menschen bringt. Mhm. Es macht mich so traurig, wenn Menschen so aufeinander einschlagen und den anderen nicht sehen und nicht spüren, weil jeder ist auf einer Reise, jeder hat seine Challenges und irgendwie wäre es halt so schön, wenn wir die einfach auch spüren und sehen würden und damit anders auf andere Menschen eingehen würden. Liebe Barbara, ich kann dir so als verkappter Zauberer sagen, so ein bisschen Feenstaub, den hast du schon, den brauchst du gar nicht mehr. Und ich bin überzeugt, du wirst noch viel, viel mehr bekommen, weil du ein irrsinnig wertschätzender Mensch bist und weil es Riesenspaß gemacht hat, mit dir diesen Podcast zu führen, auch wenn manche Fragen total überraschend gekommen sind für dich. Das ist gut so. So lernen dich die Menschen auch noch von einer anderen Seite kennen als aus dem Frühstücksfernsehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für deine Tochter, für dein Leben viel, viel Freude, viel, viel Glück, wenig negative Menschen in deinem Umfeld. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Wege weiter ein bisschen parallel gehen. Vielleicht gibt es das ein oder andere gemeinsame Projekt. Ihnen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn Sie es ein bisschen weiterzählen. Es gibt so viele schlechte Nachrichten in dieser Welt. Vielleicht gibt es die ein oder andere. Und wenn ich dazu beitragen kann mit meinen Gästen und Gästinnen, dann dass die Welt ein bisschen schöner wird, dann würde mich das freuen. Mein letzter Tipp, wie immer zum Schluss heute, der lautet: Machen Sie sich heute keine Gedanken, machen Sie sich einen schönen Tag. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude. Und ich muss jetzt auch noch Danke sagen für die Einladung und für deine Fragen und generell für dein Sein und dass du mich da auch mal unter die Fittiche nimmst. Danke dir. Alles Gute, Baba. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliger.com.